Hallo und willkommen in Spielberg zum ersten Training für den Großen Preis von Österreich. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Wir haben einige, ich würde jetzt nicht sagen spannende, aber doch zumindest interessante Rennen gesehen. Einige Fragen bleiben aber noch offen. Wie lange kann ein Fahrer mit einem Satz draußen bleiben? Oder kann er durch Aufziehen von ultraweichen Reifen Zeit gut machen? Solche Sachen eben. Wenn alles zusammenspielt, haben wir am Ende mehrere Autos auf verschiedenen Reifen, die sich Rad-an-Rad-Duelle um die besten Plätze liefern. Insgesamt war es definitiv ein Gewinn für den Sport, denke ich. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber leider haben die es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Die Geschwindigkeit wurde erhöht und damit willkommen zu einer neuen Folge. Allerdings, die neuen Teile, wie ihr gesehen habt, die wurden nicht eingebaut. Wie immer. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. König, Verstappen und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Weil wir nichts gehabt haben zum Einbauen. Und übrigens, warum fragst du mir am Anfang immer, ob das ein gutes Rennen war? Das war Training. Aber okay. Im Training waren sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Nein, ich glaube nicht, weil ich fahre jetzt noch rückwärts. Manchmal denke ich mir schon, was die Amsel von mir eigentlich wissen möchte. Komisch. Klasse, das war dann alles. So, und damit aber wirklich Servus und grüß euch zu einer neuen Folge vom Formel 1 2018 im Bayerisch. Zumindest so gut wie es geht. Wir haben letztes Mal wieder ein bisschen Probleme gehabt mit unserem Getriebe. Deswegen holen wir uns jetzt da das dritte rein. Allerdings, kriegen wir mal wieder Gridstrafen. Aber das bin ich ja mittlerweile schon gewohnt. Gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Wird dieses Wetter Ihnen auf der Strecke Probleme bereiten? Das war nach wie vor Training, und zwar P3, da sind bloß eine Runde gefahren, da hat es dann gerankt und deswegen haben wir da nicht wirklich was gemacht. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Und wie gesagt, wir haben wieder mal das Getriebe tauschen müssen auf ein Waits und ich hätte gemeint, in FP3 kommen wir noch das andere nehmen. Danke für den Kommentar. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. So, da sind wir. Wir springen direkt in Q2. Q1 war kein Problem für uns. Jetzt sind wir in Q2 und ja, mit der Pace, die wir am Wochenende im Training gehabt haben, ist das relativ easy gewesen für mich da. Jetzt da eine super Zeit einzusehen. Ihr seht, wir sind bloß 2 Zehntel hinter Sebastian Vettel und der war auf der 1. Romain Grosjean ist allerdings in Q2 ausgeschieden. P15 mehr, oder ne? Hibakt.
Aber dann, Q3, und ihr seht es schon ein bisschen, wir haben leichten Regen und das hat leider den Unterschied gemacht. Zumindest für mich. Die KI ist irgendwie leiderweise genauso gefahren wie immer. Also für mich hat es da absolut keine Chance gegeben, dass ich da irgendwie meine Zeit wieder einholen konnte, wo ich vorher geschafft habe. Von dem her, ja, ihr seht es, wie es mit umeinander dreht. Leichtes Wasserfleckerl haben wir auch schon auf dem Helm. Und ja, da hier unten, da steht schon das Wasser direkt und von dem her. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Verstappen, Ocon und Nico Hülkenberg. Für heute war's das, wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Reden wir über König. In dem Wagen befindet sich ein neues Getriebe, was selbstverständlich eine Startplatzstrafe bedeutet. Das verspricht eine Menge zusätzlicher Spannung, denn wir müssen ihnen zusehen, wie sie sich ganz langsam von hinten nach vorne kämpfen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das ein Problem ist, mit dem Sie sich zumindest heute nicht herumschlagen müssen. Es hat absolut nichts Gutes, wenn man mit einer Strafe starten muss. Aber ich glaube schon, dass Sie im Laufe des Rennens ein paar Plätze gut machen werden. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet und Esteban Ocon steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Perez, Raikkonen, Valtteri Bottas und Hamilton. Ricciardo, Vettel, Gasly und Lance Stroll. König, er hat eine Gridstrafe erhalten. Alonso, Nico Hülkenberg und Sainz Jr. Grosjean, Leclerc, Marcus Ericsson und Stoffel van Dorn. Sirotkin und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Sei vorsichtig auf der Strecke bis Kurve 1. Falls wir sie zu schnell nehmen, wirft es uns aus dem Rennen. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht schon nach der ersten Kurve Feierabend machen. Das ist richtig, Feierabend brauchen wir jetzt noch nicht machen. Bierchen gibt es erst nach dem Rennen. Don't drink and drive. Ihr seht, wir haben da theoretisch eine relativ interessante Boxenstrategie. Nur 3 Sekunden mehr, wenn wir eine 2-Stopp-Strategie machen. Darum entscheide ich mich da auch dafür. Werde das dann aber später im Rennen nochmal umschmeißen. Aber da kommen wir dann später dazu. Wenn man denkt, mit dem Safety Car oder sowas, konnte sich das auf jeden Fall ausgehen. Von dem her mal abwarten. Genau, jetzt gerade ein bisschen Formation Lab. Ja, immer schön das Ganze auch mit anzusehen. Übrigens, in einer Stunde geht der große Preis von Singapur los, in echt. Deswegen müssen wir schauen, dass wir da jetzt Gas geben. Von dem her, da die Song, starten wir den Österreich Grand Prix. Wir haben 5 rote Lichter und wir sind unterwegs. Wie immer, meine Starts, die sind einfach noch nicht der Burner. Von dem her ist da nichts gewonnen, aber zum Glück auch nichts verloren. Weil es da relativ harmlos zugeht, wir können da relativ gut mithalten. Der Alonso, der da uns rechts ein bisschen mit eingezogen hätte wollen, der hat da nichts geschafft. Von dem her auf für den Berg, Achtergang. Und wir probieren es natürlich rechts vorbei, ein bisschen rein zum Steher, da locken ein paar ab. Wir setzen uns da einfach mal ein bisschen daneben hin. Und ja, ein bisschen Berührung haben wir. Und das hat uns sogar ein bisschen einen Schaden gebracht, der uns aber da allerdings nicht geteilt wurde. Aber er war jetzt auch nicht so gravierend, dass ich sage, okay. Das war irgendwie ein Grund, dass wir da den Flügel dann später tauschen hätten müssen. Von dem her geht's weiter, Runde 1, jetzt schon auf P7. Von dem her, okay. Runde 3 dann, DRS ist aktiviert worden, vor uns ist der Raikkonen unterwegs, hinter uns der Vettel. Von dem her haben wir da natürlich ein bisschen Action. Batzen uns da ein bisschen am Raikkonen vorbei. Von dem her, ja, da sagen wir es, kommen wir noch lassen oder kommen wir noch sein lassen. Also da würde ich sagen, alles in Ordnung. Kämen da quasi vor ihm sogar gut raus, mit DS natürlich dann alles ohnehin kein Problem. Und von dem her geht's weiter, Runde 4, kommt er allerdings wieder zurück. Ich meine, er hat das bessere Auto, er ist ein Ferrari, er hat einfach die bessere Performance, das bessere Package. Trotzdem können wir uns da noch gut behaupten, vor allem weil wir natürlich auch DS kriegen, durch Hamilton, der da vor uns umeinander geeiert.
Und vor allem Raikkonen, der startet nämlich auf die Supersofts. Das heißt, er hat zwar theoretisch dann hinter außer die bessere Performance, aber aktuell haben wir die besseren Reifen. Und das nutzen wir aus, vor allem da, wo Hamilton und Ocon quasi ein bisschen duellieren und wir können da richtig schön mitziehen, haben da auch wieder DS, können da schön an der Seite vorbeiziehen, hinter uns sind beide Ferrari, aber die machen uns gar nichts, da haben wir Hamilton. Und was ist denn da los? Alter, schaut mal unsere Pace und wir können da an beiden vorbeiziehen und Leute, das war richtig geil, dieser Overtaking-Move. Ich muss dazu sagen, ich habe leider in dieser Episode kaum Replays, eigentlich gar kein Replay, ich habe nämlich nicht viel Zeit gehabt. Weil wir dann nämlich den Livestream vom letzten Formel 1 mal gemacht haben. Oder vom ersten Mal Formel 1, deswegen gibt es diesmal kaum Replays. Ja, Runde 6, wir springen einfach weiter. Hamilton ist natürlich, genauso wie die Ferraris, ziemlich stark unterwegs. Da haben wir einfach keine Chance, er geht nicht rein. Wir bremsen extra ein bisschen eher, können da vielleicht den Switchback wieder machen, gehen da wieder früher aufs Gas, haben da wieder GDS. Also von dem her haut das eigentlich schon ganz gut hin, dass wir da dann die Leute wieder zurückkriegen. Vor allem, weil wir halt einfach 3 DS-Zonen auf dem ganzen relativ kurzen Strecken da haben. Da haben wir allerdings jetzt einen Fehler gemacht. Wir sind außen rumgegangen. Ich habe mir gedacht, das kriegen wir trotzdem hin, aber ja, der Hamilton hat da die bessere Traction. Der hat einfach auch nur dieselben Reifen wie mir, die Ultrasofts und nicht die Supersofts. Von dem her kommt er da raus. Wir haben ein kurzes Team. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Ich versuch so selten wie möglich zu schalten. Ja. Das ist natürlich wieder super erfreulich. Ihr habt es ja gesehen, ich habe quasi auf ein altes Getriebe gewechselt, das muss man schon mal gehabt haben. Ich habe mir gedacht, okay, mit unseren mittlerweile doch guten Ausbaustufen, oh mein Gott, war das fucking knapp. Da hätten wir beinahe unseren Flügel abgeschossen. Eigentlich würde ich sagen, ich habe mir gedacht, okay, wir schaffen das mit dem Getriebe, aber nein, wir haben wieder dieselben Probleme später noch im Rennen. Jetzt Runde 10, meine Reifen sind ziemlich durch und von dem her habe ich mir gedacht, okay, gehst jetzt in die Box? Nein. Eine Runde fahren wir noch, weil ich mir denke, okay, meine Zeiten, die sind noch gut, noch mehr zu gehen und von dem her probieren wir es nochmal. Aber das war gerade echt knapp, leck mir am Arsch, da hätten wir echt beinahe unser Auto theoretisch komplett zerstören können. Hab natürlich dadurch die Strecke ein bisschen verlassen müssen, aber von dem her war das alles kein Problem. Jetzt geht's in die Box mit 50% auf die Hinterreifen, strugglen wir da noch ein bisschen rein. Ich weiß, ich soll halt eigentlich schon langsam mal wirklich umstellen, dass ich eben den Pit-Limiter selber aktivieren muss und so weiter. Das ist einfach noch was, wo ich mich noch gar nicht damit befasst habe, Leute. Von dem her kann ich und mag ich momentan eigentlich das auch nicht umstellen, weil es ist halt einfach nur, es ist ja wieder noch mehr extra was, aber ja, ich werde schauen, dass ich das spätestens bei Saison 2 vielleicht ändern kann. Da haben wir jetzt einen Ericsson vor uns, nachdem wir gestoppt haben, der ist auf die Softs unterwegs, genauso wie mir. Ihr habt es ja gesehen, wir sind jetzt auf die Softs und nicht auf eine Zwei-Stopp-Strategie. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass wir eh schon ein Getriebeproblem haben, sparen wir uns das nochmal mit dem Boxenstopp, bleiben draußen, fahren das Rennen auf die Softs zusammen und ja, schauen einfach, dass wir da ein bisschen mithalten können. Da ist relativ gut gegangen, dass wir da vorbeikommen mit einem DRS rein und dann mit dem DRS raus, nachdem er da die Tür offen gelassen hat. Alonso haben wir als nächstes. Auch wieder schön außen vorbei. Wieder innen einstecher. So weit, so gut. Jetzt hat er allerdings wiederum DRS bei uns. Kommt da von dem her auch wieder relativ gut aus. Aber das können wir gerade noch abhalten. Auch wenn da wieder außen rum geht, das schaffen wir trotzdem. Und wir haben nochmal eine Info vom Jeff. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Ja gut, das ist immer relativ leicht gesagt, Getriebe zu schonen, aber ich muss sagen, das habe ich sogar relativ gut hingekriegt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt dann sieht, jetzt schauen wir erstmal, dass wir einen Gasly da kriegen. Sollte eigentlich auch möglich sein, weil wir eigentlich da jetzt das bessere Auto haben, wir haben DRS, wir haben wieder zumindest Mittel vom ERS-Einsatz und können da in den Außenstecher. Ja, vom Schalten her, ich habe das dann so gemacht, dass ich da teilweise ganze Sektoren, ich schalte eigentlich nicht mehr im 8. auf, gut, zweit, dann muss ich auf jeden Fall, da habe ich mich allerdings verbremst, kann aber dann da wieder ein bisschen mit der Zeit rausziehen, kriege dann trotzdem nur mit ERS und probiere dann da das Ganze nur mit Amperes zu vollenden. Aber im Prinzip die komplette nächste Kurve, normalerweise die dann im 4. Gang, wenn ich da freien Platz habe, da gehen wir immer ein bisschen an Twist, aber egal. Und dann das als 4., dann nur kurz auf bis zum 6. und dann die komplette Linkskurve, alles nur mit dem 5. zum Fahren. Der Motor, der schreit die zwar an bis zum geht nicht mehr, aber es hilft einfach nichts, weil mein Getriebe leid. Das ist mal wieder komplett im Arsch. Da kommt der Vettel. Ja, kann ich eigentlich nichts da. Der hat DRS, von dem her keine Chance. Aber da lockt er ab und ja, wir können wieder vorbeikommen, nachdem er so einen großen Fehler gemacht hat.
da seinen rechten Vorderreifen voll komplett zum Stehen gebracht hat. Nehmen wir können wir da wieder durchziehen, aber naja, Leute, ihr wisst es, da haben wir einfach absolut keine Chance. Es ist ein Ferrari, er war wesentlich später in der Box, er ist mit die super Software gestartet, das heißt, er ist, hat später reingekommen können, hat jetzt die frischen Reifen. Das heißt für uns eigentlich keine Chance, dass wir eben da irgendwie aufhören können. Aber wir haben natürlich wieder DRS in dieser Runde. Und wie gesagt, mit DRS, da können wir schon gut mithalten, würde ich sagen. Vor allem, wenn du zweimal DRS hintereinander hast, schaut euch an, wie wir uns da raus sagen. Natürlich brauchen wir da ein bisschen was von unserem ERS, aber wir kommen vorbei. Lassen ihm rechts allerdings die Tür offen, aber er sticht nicht rein. Wir können wieder rumkommen. Aber natürlich, Leute, jetzt hat er wieder DRS. Das ist im Prinzip immer so hin und her. Von dem her kann man da nicht wirklich jetzt sagen, wer dann da letzten Endes ja, mehr oder weniger Glück hat. Es geht ja darum, dass du einmal aus dem DRS rauskommst und dann ist der andere weg. Ja, Runde 23 sind wir. Vettel habe ich irgendwann dann gesagt, okay, nein, es hilft nichts. Ding müssen wir vergessen. Aber als nächstes kommt der Bottas und der Räikkönen und die schießen an mir vorbei. Können aber da wieder ein bisschen mit Wheelbanging vorbei und haben wieder DRS diesmal gekriegt, können damit so wieder vorbeiziehen, aber Bottas hat am besten die Kurve gemeistert, kann somit eigentlich da mehr oder weniger richtig ganz auf uns aufschließen, er gibt uns sogar ein bisschen einen Touch mit, glaube ich, und versucht natürlich da an uns beiden vorbeizukommen, allerdings diesmal schaffen wir es noch, dann allerdings Bottas innen rein, ihr seht, ich muss das Ganze da alles im fünften Gang fahren, kann somit da nicht richtig gescheit rausbeschleunigen, er drängt mir ein bisschen ab und beinahe wieder einen Flügel verloren, kann da gerade abbremsen, rückt schon ein bisschen aufs Gras. Ja, das ist natürlich für die Reifen alles andere als optimal und muss von dem her wieder neu aussetzen. Da kommt der Kimi, wir können ihn ein bisschen ausbremsen, aber nein, den müssen wir vorbeilassen. Und da war es wieder beinahe so weit gewesen mit unserem Flügel. Diesmal haben wir wieder DRS und leider, ihr wisst ja, DRS, das ist das Einzige, was uns da noch mehr oder weniger im Rennen heute. Übrigens, Jeff, der meinte die ganze Zeit, wir kommen noch mal in die Box. Na, habe ich eigentlich nicht vor. Wir bleiben da draußen, wir schauen, dass wir da noch was holen können. Wir gehen wieder Vollgas mit DS, gehen da noch mal am Kimi vorbei. Natürlich, Leute, ich möchte auch, wenn ich das Getriebe natürlich verschauen muss, dass es schonen muss. Irgendwas muss da auf jeden Fall noch gehen, weil dabei möchte ich es auf jeden Fall nicht belassen. Ja, und von dem her aktuell auf P5. Und jetzt schaut einmal, was da passiert, nachdem wir da jetzt mehr oder weniger alle DRS-Zonen gehabt haben. Wir haben die schnellste Runde auf alten Soft-Reifen gesetzt und das war schon brutal. Also da sieht man eigentlich erstmal, was für Pace wir eigentlich gehabt hätten. Unglaublich. Aber jetzt hat kurz virtuelle Safety Car, wir sind mittlerweile in Runde 30. Wirklich voll passiert ist nicht mehr, aber dieses virtuelle Safety Car, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt verbuggt gewesen. Denn es zählte anscheinend nur für mich. Denn jetzt hat, seht ihr gleich was, Kimi, der ist auf Vollgasmodus unterwegs, der schießt einfach uns vorbei, kriegt keine Warnung und jetzt hab ich mir gedacht, okay, wenn er überholen darf, dann überhole ich ja. Und was sagst du? Unerlaubtes Überholmanöver gegen Kimi. So, ja, also ihr habt es gesehen, für den hat es irgendwie nicht Zeit, darum habe ich jetzt da natürlich ein paar Mal wieder neu gestartet, weil man denkt hab, okay, na, von einem Bug lasse ich mich sicherlich nicht überholen oder einbremsen. Wenn, dann muss er das schon selber machen, der Kimi, dass er mich überholt. Wir haben jetzt noch 5 Runden. Theoretisch wird man es schaffen. Wir geben natürlich wieder Vollgas. Kimi ist ein bisschen Abstand von uns. Runde 33, jetzt kommt da einer. Wir probieren natürlich, dass wir wieder den Switchback machen. Wir lassen ihm einer, aber schaut es mal, oh, mein Getriebe. Es lässt sich wieder nicht mehr schalten. Wir sind so weit gekommen im Rennen, hätten eigentlich P5, ich sag, wir hätten es schaffen können, dass wir hinter uns halten. Mit dem DRS, das wir uns immer wieder abwechselnd geben hätten können. Aber schaut's an, wir sind jetzt in Runde 36, wir springen gleich durch. 91% Getriebeschaden, von dem her, mehrere waren nicht drin halt. Gute Arbeit, du hast dich heute gut geschlagen. Ich glaube, der Chef wird damit sehr zufrieden sein. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit den Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern.
Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Nach dieser Leistung muss es eigentlich Max Verstappen sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Der Verkehr war es eher nicht. Ich würde eher mal sagen, es war mein Getriebe, das mal wieder die Grätsche gemacht hat. Ehrlich gesagt, Leute, weiß ich nicht, ob wir da überhaupt die Saison fertig spielen können. Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Ja, wie gesagt, das Getriebe war halt mal wieder schade. Ah. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ich weiß nicht, wovon sie redet. Danke für den Kommentar. Ja, Leute, und damit ist natürlich ganz klar, wir brauchen ein weiteres Getriebe. Mal wieder, wir können einfach nicht drum rum. Schaut euch unsere Getriebeabnutzung an. Keins hat mehr als wie zwei bzw. drei Rennen geschafft. Und das, obwohl wir jetzt mittlerweile schon drei Ausbaustufen haben. Wir werden natürlich das vierte auch noch kaufen. Ist ganz klar. Ich glaube, selbst dann können wir einfach mit dem Getriebe nicht so lange fahren, wie es eigentlich sein sollte. Von dem her bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wir gehen da noch einmal auf ein großes Aerodynamik-Upgrade. Ansonsten schaut eigentlich alles gut aus. Das heißt, wir haben für nächste Woche haben wir wieder zwei Upgrades. Für Deutschland haben wir sogar ein großes. Schauen wir mal, ob alles hier hat. Ich hoffe, dass wir nicht wieder doppelt entwickeln müssen. Ansonsten, wir sind aktuell 6. Platz. 5. ist definitiv in Reichweite. Aber wenn er gewonnen hat, der Verstappen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Olli ist raus. Tschaußen.